Super. So, wir sind hier bei der DrupalCon, das ist John Heaven. Und hier, wir haben den monumentalen Event des Lunchbox Unpackings auf der DrupalCon. Also John waltet deines Amtes. Oh mein Gott, ein goldener Aufkleber, was mag sich darin verstecken? Gleich werden wir es sehen, welche kulinarischen Höchstleistungen für uns auf der DrupalCon geboten werden. Und seht her, es ist eine Serviette. Oh! Mein Gott, John, hättest du das gedacht, eine Serviette darin vorzusetzen? Nee, also da bin ich total überwältigt mit Emotionen. Krass, ne? Das ist also Wahnsinn. Wow. Und dann haben wir Potato Pepper Chips. Die mag ich. Was? Oh my God. Oh my God. Oh, 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 oh gosh, oh my. Awesome. Awesome. Kettle Chips, welche Flavor? Backyard Barbecue. Backyard Barbecue Potato Chips. Oh, who could have imagined that to find in the box? Apfel in Hochglanz. Ein Apfel, ja, genau. Dass du, delicious. Genau, dass du schon Angst hast. Die habe ich im Supermarkt auch gekauft. Die waren sogar ziemlich lecker. Ich habe nur immer Angst, dass ich eine Wachsvergiftung davon bekomme. Babywell, das ist Schleichwerbung, also finde ich gar nicht gut. Also die müssen sich mal überlegen. Das werde ich gar nicht mal essen. Nee, also. Achso. Senf. Yellow Mustard. Ja. Naja. Cookie. Oh my God, that's awesome. Oh, Wahnsinn. Ein Drupal Chocolate Cookie, nicht, sondern Schokolade. Und ein Chicken Caesar Wrap. Das habe ich übrigens auch. Mit Ralf. Was hast du? Ich habe, Weiß ich nicht. Mortadella. Sieht echt tot aus, muss ich dir sagen. Was? Nee, guck dir das nochmal an. Das Fleisch ist schon am Weglaufen und... Oh. Na, egal. So, also wir sind begeistert. Ja, sehr lecker. Liebe Drupal Community, kommt zur DrupalCon, ihr werdet versorgt wie Wahnsinn. Also war das jetzt mal ein Catering-Suck-Statement? Ja, klasse. Ja, also, haben wir noch ein paar blöde Kommentare? Nö, ne? Nö, ich glaube, das war's. Okay, gut, dann mache ich mal Schluss.